Am ersten Sonntag nach Fastnacht werden im ganzen Land traditionell die Funken abgebrannt. Bei diesem uralten Brauch werden die Dämonen des Winters vertrieben und das steigende Licht begrüßt. Höhepunkt ist die Explosion der Funkerhex, sofern sie explodiert. Wenn nicht, muss sie eine Woche später feierlich zu Grabe getragen werden. Im Montafon, im kleinen verschlafenen Ganzenal, ist dieser Albtraum für die Funkenzünftler tatsächlich wahr geworden. Nach einer Woche der Trauer und Angst, dass die Hex von den anderen Funkenzünften gestohlen wird, war es dann endlich soweit. Begleitet wurde Ludmilla auf ihrem letzten Weg von einer großen Trauergemeinde. Pfarrer von Ganzenal, Merkwürden Stemer, fand in seiner Predigt berührende Worte für die Verstorbene und gab den Anwesenden noch etwas mit auf den Weg. So traurig ist er ja nicht. Weil die Hex hat jetzt eine Woche länger gelebt, oder? Wenn sie hat Vorteile von den anderen gehabt, oder? Und natürlich, man muss sagen, also verbrennen ist nicht so schön. Also da ist lehrbar, wenn sie den vom Baumacher geht, also wenn die Funke dann umgeschnitten wird, dann ist sie tot und dann. Den merkt sie nicht mehr, sonst verbrennen ist natürlich nicht so schön, oder? Die hat lange da im Buchwald aber gewohnt, eben. Aber und dann haben wir sie gefangen. Dann haben wir sie mit auf die Hexenpremiere gegangen. Da hat sie den glücklichen dritten Platz gemacht. Man denkt, ja, super Sache, super Sache. Aber dann eben haben wir sie dann auf den Funken aufgehackt. Und da hat sie nicht brennen wollen. Da hat sie einfach nicht brennen wollen. Also bei uns war da eine Woche Trauerstimmung da. All und blärert, all im schwarzen Gewand, wirklich, also die schwarze Fahne hoch aufgehangen. Und mir persönlich, ja, ganz, ganz schlecht. Also wirklich, ich bin die ganze Woche am Blärer gewesen, ja. Trotz der großen Trauer um Ludmilla blicken die Funkenzünftler vom Ganzenal optimistisch in die Zukunft. Nächster Marmor, vielleicht 18 Meter weiter Baum rauf, dann sehen wir es. Aber wir machen auf alle Fälle weiter. Wir lassen uns nicht runterkriegen. So ein Rückschlag kann gar nicht hart genug sein, dass er wirklich zu hart ist. Also das nächste Jahr, das wird umso besser. Umso besser wird das. Ja, ich wusste ja letztes Jahr, wir können eh nichts mehr ändern. Jetzt hat man halt den Hex beerdigt. Jetzt haben wir heute noch ein bisschen Festli. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Schlimmste für eine Funkenzunft ist den jungen Ganzenalern in ihrer erst zweiten Saison passiert. Die Konkurrenz verhält sich fair und gibt den Kollegen sogar wertvolle Tipps für die Zukunft. Ich wünsche Ihnen das alles Gute und Sie sollen den Funken im oberen Drittel da anzünden, dann brennt Hex zuerst und der Funken brennt nachher von da nachher und nicht von unten auf. Das war der Fehler von ihnen. Wir haben natürlich gleich den Videobeweis angeschaut, wie es passiert ist. Und daraus werden wir einfach lernen und versuchen, dass wir Fehler, kann man nicht sagen, aber der kleine Fehler, den sie gemacht haben, den möchten wir einfach vermeiden, dass uns das eben nicht weiter so passieren können. Ich bin 38 Jahre Funkenmeister in Campretz. Ich weiß, was es Arbeit gibt. Mehr Arbeit und wieder mehr Arbeit. Ein Ruß, zwei, drei Jahre. Der Laborator tut sicher nicht gut.